schöne Situation, in die du mich hier gebracht ja. hast. Okay, also ich fand das mit dem Lüftungsschacht gar nicht schlecht. Ja, wir haben uns jetzt eine Idee gemacht, wie wir das jetzt machen. Und jetzt laufen. Ich würde laufen. Schnell da hoch. Dann sieht er uns nicht mehr, glaube ich. Ich beobachte ihn mal hier, wann er wo ist. Und ich glaube, meinst du, der geht da schon raus oder geht der erst raus, wenn wir hier... Also ich glaube, er kommt erstmal in den Security-Raum jetzt hier. Ja. Ja, da ist er. Er kann aber nicht hoch. Ich könnte auch... Der sieht uns auf jeden Fall nicht. Ich könnte auch jetzt an ihm vorbei, weißt du, und dann zur Security raus und rechts. Meinst du, das funktioniert? Ich glaube, ja. Ich weiß zumindest, dass der, von dem verträgt man fast keine Schläge. Also als, zwei ich, die Tür, ja. Ja, als ich die Tür aufgemacht habe, bleibt er ja leider stehen. Da hat er mich erwischt. Ich weiß aber nicht genau, wo er ist, aber jetzt hier direkt praktisch dahinter. Er ist irgendwo. Probier's einfach. Warum ist denn die Tür zu? Ja, weil ich die zugeschmissen. Oh, das ist die nicht. Die kriegt nicht auf. Nein. Au, oh, fuck. Die kriegst du jetzt auch nicht auf, oder? Man muss oben, man muss oben. Witzig. Das kann ich natürlich nicht wissen. Fuck. Probier, vielleicht schaffst du es. Ist das spannend, gut. Mein Gott. Warum sind die Türen auch plötzlich so verrammelt, wenn die überhaupt nicht ja, zukriegen? Vorher war das noch offen. Also das heißt, du musst jetzt hier... Das hilft nicht. Geradeaus, schnell, Tür auf. Weiter. Okay, da geht's doch nicht raus. Danke. Au, au! Aber es war so gewollt. Ja. Kannst du dich umgucken? Nee, ich kann gar nichts machen. Okay. Guck mal, wieder ein bisschen her. Das ja, ist, glaube ich, nicht mehr wieder. Der Webcam. Das ist der einzige Grund, Hase. Natürlich. Hast du aber gut gemacht, zumindest. Das, ja. Ja, wieder in die Dusche, natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Da kannst du dich verstecken, glaube ich, oder? Jetzt. Guck mal, ob du dich unter dem Ding verstecken kannst. Boah, das hat hier die Lampenschirm. Ja, du kannst dich da verstecken. Ist super, gut. Zumindest bist du weich gelandet. Schön, dass du das so positiv siehst. Ja. Hier kann ich mich auch verstecken. Ich würde einfach mal so offen lassen, ja. Oh no, no. What? Ist das schon der... Das ist doch der Nackte wieder, oder? Der Nekro. Ist der da drüben? Da blinkt's immer so. Das ist der Dicky. Das ist der Dicky. Versteck dich, geh unten das Bett mit dir. Wie ist der so schnell da jetzt hingekommen? Das ist doch so ein Fettsack. Kann der uns riechen eigentlich? Der hat doch mal gesagt, ich rieche dich. Hm? Also hier ist schon stockdunkel, dürft ihr mich eigentlich nicht sehen, solange ihr jetzt nicht gerade zufällig auch in die Zelle reinschaut. Hier ist ja echt richtig finster. Das ist richtig. Man sieht den aber auch teilweise so schlecht. Blinkt da was? Der ist nach links gegangen. Ja, da müssen wir, glaube ich, aber auch hin, oder? Finde einen Weg in die Duschen. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ich weiß leider jetzt auch nicht. Meinst du, wir müssen die Treppen da hoch? Warte, hinter dir. Da ist er. Ich glaube. Aber hier dürft ihr mich ja nicht sehen, oder? Ich hocke hier voll in der Ecke, überhaupt nicht auf seinem Laufweg und es geht an mir vorbei, oder? Ja, der sieht dich nicht. Okay. Na dann kannst und die du Treppe jetzt hoch? Ja. Okay. Ausnahmsweise sage ich nicht, geh mal in alle Türen rein und guck mal nach. Ich wechsle mal währenddessen ein bisschen. Ach, hier. Okay, das ist ganz gut. Von einem zum nächsten, ne? Ich glaube, da kannst du aufstehen, ja. Das sind nur Zellen.
Er ist unter uns. Er ist unter uns. Jetzt da drüber. Oh, das hört sich so fies an. Man glaubt, er ist ständig hinter einem. Ja, es klimpert halt genau hinter uns die ganze Zeit. Das ist echt fies. Der ist da hoch, oder? Ja? Nee, der ist unten, unten. Entschuldigung, ich habe ihn unten gesehen. Da, siehst du? Da ja, geht er. Ah, okay, das beruhigt mich. So schnell mich. Kann er jetzt nicht hoch. Da geht's du schon bestimmt wieder, weil ich da unbedingt hin will. Warum auch immer. Ja, ich will jetzt auch nicht hin. You pig. Da geht's nicht rein. Warum denn nicht? Wo ist denn der Martin? Dr. Der soll Martin? Der soll uns beschützen. Ah, warte, da muss er aufpassen, da geht die Treppe wieder hoch. Vielleicht müssen. Ist aber richtig, dass wir hier lang sind. Doch, das ist richtig. Sehr gut. Wir müssen erst die Schlüsselkarte. Mir ist nicht wohl, ne? Ui, da müssen wir uns durchzwängen. Das ist nie gut. Das ist immer ätzend, das stimmt. Da geht's unten lang. Da hast du auf der anderen Seite eben gesehen. Hat der eine Batterie wo liegen? Guck mal nach unten. Nee, okay, dem nichts. Ich dachte, der steht da. Kannst wieder ausmachen. Da können wir nicht rein, aber da. Was war das jetzt? Was war denn das jetzt? Warte, was von der Decke war doch da jetzt was? Das war, glaube ich, so ein billiger Schocker. Irgendein Scheiß halt. Ich weiß nicht, was das war. Da haben sie auch schon wieder den Kopf abgerissen. Das war der, den wir von oben gesehen haben vorhin. Das war. Warte, guck mal. Da drüben ist nichts mehr, oder? Die Tür ist bestimmt zu, aber ich guck mal eben. Oh, mein Gott. Wie lange geht diese... Oh, 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 geh zurück! Da ist einer! Siehst? Da geht einer. Ach, der ist eingesperrt. Ist das ein aggressiver oder ist das nur auch so ein kaputter? Der ist, glaube ich, eingesperrt, ein kaputter. Ja, das glaube ich auch. Der Dicky ist ja noch da hinten. Ja, der soll schön da hinten bleiben. Mach er leise auf, ja? Ja, Vorsicht. Ah, das ist ein Insasse, der da tot ist, ne? Das ist jetzt kein... Das ist ein Insasse. Das Ganze hat das gerüttelt und... Ja, ist einfach bekloppt, ja. Oben ist auch einer, ja. Die sind hier überall, die können nicht raus. Der Scheiße, oder? Nee. Der ist doch gefesselt, der hat eine Zwangsjacke an. Hannibal Lecter hat auch eine Zwangsjacke an. Der kann doch beißen, oder? Auge, der nicht mehr beißen könnte, aber ich glaube nicht. Ich will dir helfen. Ja, genau. Wie willst du mir denn helfen? Geh mal. Was soll ich denn hier? Ich will hier weg. Film ihn. Ja, warte. Pass. Du musst ja ein Geheimnis. Nein. Meinst du, der tut uns weh? Natürlich. Der ist aber langsam. Ja, der ist langsam, aber wenn, dann tut er uns weh. Wenn er uns doch erwischt. Das riskiere ich nicht. Okay. Der hätte uns garantiert wehgetan. Der war zwar langsam, aber. Meinst du? Ja. Ich will dir helfen. Ja, ja, siehst du genau. Seidig aus? Das sind alles Schweinchen da drin. So, haben Hunger halt, ne? Ah! Jetzt guck mal, was er mit dem macht. Gar nichts. Oh mein Gott. Oh. Oh nein, jetzt ist er da an dem, aber so knapp vorbei. Nein. Mach mal das Ding auf. Ich geh jetzt nichts mehr. Ach so, ah. Lass mal Batterie setzen. Ah.
Boah, hat mich der jetzt schon gefühlt. Was? Witness? Vielleicht ist da. Ja, da ist eine Akte, guck. Ja, ja, ja. Da! Hat mir einmal erzählt. Aha. Ach, der tut nichts. Witness ist auch ein Zeuge scheinbar, hm? Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ach, das ist Chris Walker. Mhm. Es war ganz gut, dass er es irgendwie erkennt. Die ging überhaupt nichts mit. Nee. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Ja, total. Wie kommt er denn auf sowas? Nachruf. Da ist er, der Rudolf G. Wernicke. Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren, erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit den deutschen Kriegstreibern wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an dem Wohltätigkeitsprojekt der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit großzügigem Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Ich weiß nicht, was ich von Dr. Wernicke halten soll. Also der Chris Walker ist der große Irre, gut zu wissen. Der Dr. Wernicke ist auch nicht ganz klar. Ja. Und Dr. Martin ist der, der uns zwar gespritzt hat, aber dann verschont hat. Er wollte halt irgendwie nur, dass wir länger hier bleiben. Er hat nur verhindert, dass wir das Gebäude verlassen. Genau. Weil er anscheinend will, dass wir irgendwas hier aufdecken oder so. Ne? Oder vielleicht er möchte irgendeinen Zeugen für irgendwas haben. Ja, vielleicht will er halt einfach, dass wir gedacht, dass wir es hier aufdecken und in Erfahrung bringen, was hier los ist. Und das hat der Außenwelt mitteilen sozusagen. Ja, die Insassen spielen nicht ganz so mit. Sie sind Bekloppten da. So ein paar Bekloppte gibt es halt und ein paar, die auch aktiv gegen uns sind. Ja. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Hey, God damn it, I hear you. Ja, ich dich. Everybody. Ah! Das ist so geil, dass man immer nicht weiß, was denn jetzt. Ah! Oh, Scheiße. Weiter, weiter. Was ist denn eigentlich auch da drin passiert, dass diese Sachen alle so kaputt sind? Dass da kein Boden mehr ist, Mensch. Ach, da liegt auch wieder einer. Der fasst nach uns jetzt, oder? Glaube ich nicht. Ach Gott. Ich glaube, du kannst die Dings wieder ausmachen. Nee, doch nicht. Der ist eingegangen. Die jetzt. Da müssen wir wahrscheinlich weiter. Vielleicht gibt es hier noch was? Nee, ne? Nee, ist nichts mehr. Okay. Ich mag nicht mehr. Ja, das glaube ich. Naja, hilft nichts. Na dann. Ahoi. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön da unten. In welche Richtung soll ich gehen? Erstmal dahin, wo nicht der Pfeil zeigt, vielleicht. Hier dann? Ja, da findet man bestimmt was. Siehst du? Oder auch. Da könnte man sich das verstecken. Sind Spinde zumindest. Ja, das ist schon mal gut. Okay, dann weiß ich schon Bescheid. Können wir uns hier verstecken, okay. Da kommt bestimmt die. Aber es heißt halt, dass es wieder. Ich muss wieder spielen. Noch ein kleines bisschen. Ja, bitte. Spiel noch dann darfst du. Ah. Da müssen wir uns garantieren, ob das auch Spinde. Wallrider. Ich hab was aufgenommen. Aber Wallrider. Guck, das ist doch irgendein Typ. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Project Wallrider heißt, aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine Störung in der Kamera. Oder ich werde langsam verrückt.
Das war doch der mit dem Wum, Wum, Wum da, ne? Das ist nicht gut. Das ist ja alles nicht gut. Da kann man nicht lang, das ist zu. Hier kann man sich auch verstecken, wenn es sein muss. Wird doch gleich verfolgt. Da kommt bestimmt der Dicky jetzt. Ich werde gleich verfolgt. Ich muss niesen. Niesen. Was? Geblitzt, gedonnert. Ah, wie bei uns gerade noch. Das ist nur so ein Wum-Wum, ne? Ich muss echt gleich niesen. Nies sie alle kaputt. Ich glaube, es nehme ich einfach als Entschuldigung, um die Folge zu beenden. Und du weißt, was das heißt. Geh doch mal rein. Ich möchte zuerst wissen, was da passiert. Hier ist gemütlich. Ich bin ja, sogar noch ganz nett zu dir. Ich verstecke mich im Schrank. Na, no. Ja, also. Ja, super, danke. In der nächsten Folge darfst du spielen. Ja, sehr nett von dir. Bis dann. Tschüss.